Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Arena Folge hier auf Weplay Games for You. Ich bin Suivo und es steht 2-0 mit unserem Priester Deck. Bin schon sehr gespannt, was uns noch erwartet in der Folge und in dem Run. Die Hall of Fame habe ich auf jeden Fall, oder Tips of Fame habe ich auf jeden Fall geupdatet. Da hatte ja noch Northern was, glaube ich, schon halt gefehlt. Ihr seid jetzt auf jeden Fall ergänzt, ihr beiden. Gul'dan. Eure Seele wird mir so, gehören. Öffnen wir uns ja wieder Licht mal der Folge. Nein. Ja. Die Frage ist, spielen wir den Loot Hoarder? Wir spielen nicht den Loot Hoarder. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Da wurde uns die Frage einfach abgenommen. Ich denke, hätte er nichts gespielt, hätte ich den Loot Hoarder gespielt. Schlimmster Fall, er tradet und so hat einen Immortal Coil. Das wäre, glaube ich, so schlimmster möglicher Fall. Tinkt mit mir. Ah, okay. Nicht schlecht gemacht, würde ich sagen. Der ist natürlich cool. Machen wir mal Damage ins Gesicht. Oh, ein Us. Das Problem ist, das wusste ich halt vorher schon, dass sowas kommen wird. Ich hab das natürlich total korrekt geplant mit dem Blutelfen-Kleriker. Das war ja mal einfach nur im Bar. Ach ja, wie viele Murlocs hast du denn zur Hölle? So ein Shit-Dreck aber auch. Das war so ein geiler Move. Na ja, gut. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Vorwärts! Okay, er hat ein Höllenfeuer oder sowas. Macht aber nichts, weil wir aus dem Lootorder ja wieder eine Karte kriegen und seine ist ja auch verschwunden. Spielen einfach den hier aus und haben wir wieder zwei super coole Dinger auf dem Feld. Bereit, mein Herr. Ja, der spielt schon ein interessantes Warlock-Deck auf jeden Fall. Würde ich sagen. Und spielt das Ganze auch nicht schlecht. Klar machen zum Entern! Okay. Zwei, drei alle. Was geht denn da ab? Das sind Verrückter. Auf in die Schlacht! Nein, den können wir nicht spielen, weil er sonst einfach getötet wird. Könnten ihn hier spielen und heilen. Ich denke, das ist am stärksten. Mit dem machen wir natürlich Gesichtsdamage. Wenn ihr darauf besteht. Zwei Karten. Das Problem ist halt, dass er mit der Heldenfähigkeit schnell nachziehen kann. Was Karten anbelangt. Gut ist natürlich auch, dass wir ihn hier ausgespielt haben. Können wir eventuell mit der Holy Nova ordentlich was anfangen. Je nachdem, was er tötet. Okay. Ja, schade, das geht nicht. Ich denke, wir brauchen die Holy Nova nicht, oder? Doch, wenn wir es weg haben wollen, brauchen wir die Holy Nova. Auf in die Schlacht! Der ist weniger wert als der Ogre. Weil der Ogre immer noch den Spell Damage bietet. Trotz allem.
Haben mal eine starke Hand auf jeden Fall. Ich denke, das gewinnen wir. Ach, schade, dass ich den nicht auf meiner Seite liegen habe. Hätte ich gern genommen. Gucken wir erstmal, was wir an Karten kriegen. Machen wir trotzdem. Interessant. Den töten wir so. Den töten wir so. Den heilen wir einfach. Und spielen jetzt ganz safe mit Karten-Value. Also, dass wir so viel wie möglich aus unseren Karten rausholen. Er kann ja immer noch Karten nachziehen, das ist das Hauptproblem für uns. Ah, er gibt schon auf. Alles klar. Umso besser. Damit steht schon mal 3:0. Läuft ganz gut, das Deck, muss ich sagen. Ab in Runde 4. Mal schauen, ob es ein 12-Runden-Kampf wird. Hat niemand getippt. Nicht bisher, sondern hat niemand 12 Siege getippt, glaube ich. Ich glaube, höchste waren 9. Mal schauen, was draus wird. Wird auf jeden Fall spannend. Der letzte 12er Sieg ist ja noch gar nicht so lange her. Es war auf dem Livestream. Ich muss die nach einem 1:2 noch einen 12:2 gemacht. Das war cool. Die behalten wir mal beide. Card Draw und eine Killkarte. Ah, Gurubashi habe ich mir jetzt nicht erhofft. Ich habe mir eher so einen Armani Berserker erhofft. Wenn ich ehrlich bin, aber wir haben ja 2 Runden Zeit, um ihn zu ziehen. Eine Runde noch, wohlgemerkt. Eigentlich haben wir 3 Runden Zeit, weil wir den hier ja eh noch benutzen wollen. Falls er was spielt, falls er nichts spielt, natürlich nicht. Habt ihr abgegeben, oder? Ja, wollte gerade sagen. Na super, können wir leider nichts machen. Leider nichts machbar. Irgendwie hätten das Powerbot Cheat am Anfang auch wegtun sollen. Es war zu riskant, so wie es aussieht. Alles ganz gut. Vor allem, weil wir wieder nichts ziehen. Ganz schnell weg mit dem. Aber wird Shields natürlich für den Gurubashi super cool. Ach du Fuck. 5 Drop ist bitter. 6 Drop? Was ist denn ein 6 Drop? Ein Ogre? What the fuck? Okay. Dunkler Wahnsinn kann uns da vielleicht sogar retten. Wenn er so will. Irgendwas mit 3 Angriff spielen und traden. Danke. Das wäre schön. Das wäre richtig schön. Komm schon. Ich frage mich, ob. Du willst es doch auch. Anregen. What the fuck. Pflege. Also spielt er quasi einfach nichts. Oh Mann, warum ist der denn im Stealth? Naja, egal, macht jetzt den Bock auch nicht fett. Oh, Holy Nova. Aber leider fehlt uns der eine Spell-Damage-Punkt. Ich denke, wir spielen ihn einfach aus. Was soll passieren? Höchstens, dass er stirbt. Meine Augen. Er heilt ihn, das ist kacke. Das ist richtig kacke. Und er bufft ihn alle, das ist noch kackiger. Schade, dass wir die nicht beide zusammen ausgespielt kriegen. Oh man. Das Beste, was wir machen können, erstmal. Scheiße, ey. Das soll eine Waffe sein. Ja, super. Jetzt haben wir da nicht mal mehr einen 3-Damage-Kali auf dem Feld liegen und er bufft nochmal.
Wie viel Macht der Wildnis hat er denn? Das ist jetzt das dritte. Was ist das denn für ein verrückter Shit? Kann ich mal da würfeln? Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, wie wir das hier gewinnen sollen. Absolut gar keine Idee. Wenn ich ehrlich bin. Besten jetzt noch ein heulendes Gebrüll oder so ein Schiss. Okay, so 5. Und einen scheiß fucking Murloc. Oh man, ernsthaft? Okay. Ich glaube, ich ziehe einfach mal stumpf eine Karte. Okay. Das reicht halt vorne und hinten trotzdem nicht. Das haben wir schnell verloren, aber der hat halt auch ein richtig ekelhaft krasses Deck. Naja, was soll's. Da steht's jetzt 3 zu 1. Also das war lächerlich mit dem 3-mal Macht der Wildnis. So viel Glück würde ich auch gerne mal haben wollen. Und dann noch anregen, um einen Ogre rauszuholen und allen Schiss. Naja, gut. Man kann halt in der Arena nicht immer Glück haben und kommt halt auch mal gegen absolut monströse Decks gegen ran. Macht nichts, wir machen trotzdem einen Cut. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis dann.